Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales. Und es hat sich ein bisschen was getan. Wenn ihr euch fragt, es gibt ja ein neues Update, was alles so Neues gekommen ist. Warum habe ich dazu eigentlich kein Video gemacht? Weil ich finde, dass es nicht wirklich was Großartiges ist. Ihr seht hier vorne, es sind ein paar neue Plätze reingekommen. Das ist das Update eigentlich auch schon im Ganzen. Also es ist eigentlich wirklich gar nichts. Es ist dieser Bereich hier, der neu reingekommen ist. Und das war's im Endeffekt. Und ich fand irgendwie, dass ich gesagt habe, hey, es ist schon irgendwie was drin, was Neues, aber irgendwie war es mir das einfach nicht wert. Es ist ein kleiner Bereich, der hier neu reingekommen ist und quasi dieses Gebäude, was ja neu drin ist, aber ich dachte mal so, ja, irgendwie ist mir das einfach keine News wert, weil es ist halt irgendwie auch eigentlich nichts. Und währenddessen gucken wir mal rein, was wir eigentlich heute sammeln müssen. Das ist so Holz. Und was noch Neues jetzt für euch hier, was wir heute nämlich auch machen werden. Wir haben immer noch im Rennen nämlich eine verdammt gute Möglichkeit zu punkten, denn wir haben nämlich ein gutes Pferd, wir haben Thor. Thor rockt die Hütte. Boah, jetzt habe ich einen Schluck drauf gehabt. Aber dafür, so als kleinen Tipp, geht am besten in ein... Ach, verdammt, ich habe einen Fehler gemacht. Genau, wir machen einen Raum. So. Und gucken mal, dass wir da dann nämlich alles mal reißen können. Ich habe momentan eine ganz gute Zeit vorgelegt. Ich bin, glaube ich, in den Top 5 momentan. Gucken wir uns aber auch gleich nochmal an, wie wir aktuell stehen. Wir sind derzeit auf Platz 4. Tali ist auf 1. Also unser Club ist gut vertreten. Ne, Moment. Hazel Walkers. Moment, wir haben die ersten paar Plätze alle zusammen. Ja, geil. Ich weiß, dass ich mehr schaffen kann. Ich habe noch nie einen perfekten Run bekommen. Ich habe es gestern mal probiert. Ja, geil. Kann ich direkt schon mal neu starten, weil ist zwar nur eine Sekunde, aber ich habe so viele Token. Da möchte ich nur ein gescheites Rennen noch machen. Okay, drückt die Daumen. Also, der Start ist schon mal nicht so gut, aber ich muss erst mal ein bisschen so reinkommen. Deswegen können wir hier mal schauen, dass wir das Rennen auch so gut es geht machen. Hier zum Beispiel, also das Problem ist halt, was Thor zum Beispiel auch hat, ist, dass Thor einfach nicht so der geilste im Bereich Beweglichkeit und alles ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er dadurch, dass er halt nochmal so ein fetter Pferd ist, wollte ich sagen. Das ist alles nur Muskeln. Ist er halt einfach ein bisschen... Ach, jetzt komme, ernsthaft? Oh mein Gott, was war das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Meine Güte, das war jetzt gerade richtig schöner Mist. Das war einfach gerade... Das hat mir jetzt eine richtig Hardcore-Zeit gekostet. Und das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ja, okay. Damit sind wir eigentlich schon komplett raus. Also, das Rennen war jetzt gerade richtig schlecht. Also ich bin jetzt gerade wirklich gerade nicht gut dabei. Aber ich will es mal gerade noch zu Ende machen. 35. Was hatten wir? Ja, hey, das war gar nichts. Ey, für den krassen Fail in der Mitte. Boah, ey, dann ist es... Seht ihr mal, wie ärgerlich das gerade war. Mit dem krassen Fail in der Mitte haben wir trotzdem noch so eine Zeit rausgeholt. Das war doppelt ärgerlich. Wenn man dadurch dann trotzdem noch so eine gute Zeit rausholt. Das war jetzt gerade richtig gut. Ich soll nur noch das andere hinbekommen.
Man darf halt immer nicht so lange an diesen Stellen stehen bleiben, wenn man irgendwo dagegen stößt oder sowas. Ja, das haben wir auch geschafft. Jetzt hier nach rechts, nach links. Ach, jetzt komm, du schöne Brücke! Ja, Manu! Nein! Ich weiß, ich bin hier lieber gesprungen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das komplett schaffe. Jetzt bitte nicht vergessen, Fabi, da hinten zu springen. Jetzt hier da hinten zu springen. Hier springen, 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 Fabi. Spring, spring, spring. Okay, okay, Fabi. Bis jetzt bist du ganz gut dabei. Jetzt hier springen. Okay, ich war auf jeden Fall schneller. Platz 3! Ja! Wir haben auf jeden Fall unsere Zeit verbessert. Es war noch ein kleiner Fail drin, die Brücke zum Beispiel. Die Brücke hat es uns schwieriger gemacht. Aber wir haben uns auf jeden Fall schon mal auf Platz 3 nach vorne gekämpft. Und ich werde da auch noch gucken. Wir haben jetzt noch 2 Tries mit den blauen Token. Und mal gucken, was wir da noch rausreißen können. Die Brücke hat es wirklich, glaube ich, versaut, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Es war noch ein anderer kleiner Fail drin, aber der war jetzt nicht so krass wie die Brücke. Das hier ist jetzt wirklich nochmal ein guter Try bisher. Es gibt da so ein paar Stellen, an denen ich halt noch so ein bisschen, wie sagt man, so struggle. Das hier war jetzt auch nicht so mega gut. Das zum Beispiel war mega scheiße. Moment, was? Nein, ich habe das Hindernis verfehlt. Oh Gott, ey. Ja, okay, einen Try haben wir noch. Aber ich gucke auf jeden Fall, dass ich da nochmal ein bisschen was raushole. Also, dritter wäre halt schon wirklich ganz geil. Natürlich wäre eine andere Position weiter oben noch besser. Aber mal gucken. Also bisher, der Anfang, den kriege ich jetzt sogar schon ganz gut rein. Das hier war diesmal deutlich besser. Das wäre fast in die Hose gegangen. Ach Mist, diese Brücke. Ich struggle hier dadurch, ich weiß nicht, warum ich hier so struggle, also so versage. Ja, war eigentlich ganz gut, die Tries, muss ich sagen, war echt ganz okay. Bin halt ein bisschen enttäuscht, klar, wäre mehr möglich gewesen. Ich werde da noch dranbleiben, von der Sache her. Aber momentan sieht es ganz gut aus, das würden wir da nicht so schlecht abschneiden von der Zeit her. Muss ich mal nur gucken. Bei dem einen Try war es so ärgerlich, dass da dieser kurze Aussetzer war. Da wäre auch deutlich mehr möglich gewesen. Hier haben noch 5 Minuten. Muss man auf jeden Fall reinmachen. Dann haben wir noch einen Climber. So. Und dann haben wir hier noch 2. Haben wir noch 1 bei 5 Minuten? Ja, perfekt. So, und das hier noch mit 300. Hep. So. Dann haben wir die Sachen noch. Und dann ist quasi nur noch die Daily zu machen. Und dann sind wir da nämlich auch schon durch. Also es lief jetzt gar nicht so schlecht, definitiv nicht, muss ich sagen. Ist trotzdem nur ein bisschen ärgerlich, dass die Tries hätten besser laufen können, definitiv. Eure Meinung dazu, gerne in die Kommentare. Wie findet ihr, schlägt sich Thor momentan? Ich finde, ich komme ganz gut durch. Also es ist noch ein bisschen so, man braucht dazu diesen einen guten Try.
Warte mal, wo man mal gescheit durchkommt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, so ein bisschen die Hitboxen zu sehen. Aber wir sind wirklich gar nicht mal so schlecht dabei. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ah, die Hunde greifen mich an. Hilfe. Ah, ciao, ciao.